Hallo liebe Burgwächter und willkommen zurück zu einer neuen Episode von Resident Evil 4. Ein so gutes Spiel. Ihr glaubt's nicht. So. Jetzt sind wir das erste Mal in der neuen Burg angekommen. Ist das neu, aber in der geremakten Burg. Des Kastellans Ramon Salazar. Den wir später höchstwahrscheinlich ja noch kennenlernen werden. Und es sieht halt alles hier so super krass Demon's Souls mäßig aus oder Dark Souls mäßig. Das ist so brutal krass. Detailliert hier einfach jetzt alles ist. Ich hab da was, das könnte dir gefallen. Aber mich nicht von der Seite an, Mann. Kann ich dir noch irgendwas aufbewahren? Ich glaube nicht, weil Heilung ist halt echt Mangelware und ansonsten habe ich halt auch nichts mehr. Nö. Speichern brauchen wir nicht, das Kapitel, da wurde schon gespeichert, aber da liegt noch was. Händlertipp, die Pistole für dich. Pistolen gibt es wie Sand am Meer. Da kann einem die Wahl der richtigen schon mal schwerfallen. Aber du hast Glück, denn wir haben für dich eine Liste mit individuellen Eigenschaften vierer besonders empfehlenswerter Exemplare zusammengestellt. Punisher, hervorragende Stabilität und Durchschlagskraft. Dank nachrüstbarem Laservisier äußerst vielseitig. Red 9. Diese Waffe hat massig Feuerkraft, tritt aber zurück wie ein Pferd. Behalt die Zügel in der Hand, indem du die Schulterstütze anbringst. Ja, die will ich ja. Blacktail. Eine großartige Waffe mit exzellenter Feuerrate. Nimmt dank ihrem kompakten Rüssel nicht viel Platz im Koffer weg. Matilda, derzeit ausverkauft. Ist für sich vielleicht eher unscheinbar, aber wenn du die richtigen Schulterstütze montierst, kannst du damit drei Schüsse in kurzer Abfolge abfeuern und so deine Gegner mühelos in Schach halten. Ja, die Matilda ist ja die Waffe, die Leon eigentlich in Resident Evil 2 hat. Die gibt es hier standardmäßig nicht. Ich glaube, dass die Matilda die Standardwaffe von Leon ist. Ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher, aber ich glaube schon. Ich habe was Neues für dich. Er hat die Blacktail nämlich im Sonderangebot. Nee, die Broken Butterfly hat er. Ah, jetzt können wir die Stingray kaufen. Die, das Scharfschützengewehr. Piu, piu. Die will ich nämlich. Und ich glaube, ich werde dann wiederum den Bolzenwerfer verkaufen. Weil ich glaube, ich möchte damit der Waffe weiterfahren, weil die ist halt für spätere Gegner, vor allem für die, Regeneradores, die Gegner, die sich regenerieren, die diese Plagas im Körper haben, für die ist diese Waffe halt extrem wichtig. Und die Broken Butterfly hat er auch. Die Magnum. Ja, ab dem Schloss hat er richtig viel im Angebot. Die Blacktail, ja. Ich glaube, die kaufe ich mir im New Game Plus. Aktuell sehe ich das noch nicht. Ich werde mir aber definitiv die Stingray kaufen. Wobei, was hat er denn noch? Hat er den größeren Koffer schon? Ne, hat er nicht. Dann verkaufe ich erstmal. Nichts dabei, was dir gefällt, Fremder. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Wir brauchen das Auge von Mendes nicht mehr. Elch der Buße. Ah, ich kann dir noch was anbringen. Moment. Hier passt noch ein Steinchen rein. Ein blauer. Können wir das auch verkaufen an ihn? Da gibt es auch nochmal Kohle. Echt, das Auge von Mendes brauchen wir nicht mehr? Ach, das ist ein Schatz. Ach, weil wir das nicht mehr brauchen für diesen Scanner. Okay, dann verkaufe ich ihm das natürlich. Okay, dann verkaufe ich ihm mal den Bolzenwerfer. Der gibt einfach mal 52.000. Und die Aufsätze habe ich ihm dann auch verkauft. Die Minenaufsätze, weil dann brauche ich sie auch nicht mehr. Ja. Danke. Okay, die Broken Butterfly tun können wir nicht mehr. Broken Butterfly. Aber das Messer reparieren muss ich. Nämlich ruhig pingelig. Aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. Diese Waffe verarbeitet Birnen zu Matsch. Genau das Richtige, um auf dem Feld die Sau rauszulassen. Diese Waffe verarbeitet die Gehirne von Gegnern zu Matsch. Ja. Sehr cool.
Er hatte da noch einen Aufsatz, hat er gesagt. Zielfernrohr. Kann auf Gewehre und manchen automatische Waffe montiert werden. Aber die Broken Butterfly, wenn ihm Sonderangebot ist, da sage ich nicht nein. 30% Rabatt gibt er mir. Ich sehe, du hast ein Auge für sowas. Bei Waffen geht es nicht nur ums Schießen. Es geht auch ums Nachladen. Du weißt sicher, wovon ich rede. Warte, nimm das noch. Kriegst du umsonst. Na, oh. Viel Spaß bei der Zubereitung. Geilo, da kann ich mir die Magnum-Munition herstellen. Ich will nicht wissen, wie viel ich dafür brauche, aber das sehen wir noch. Ja gut, Raketenwerfer. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Will ich noch das Zielfernrohr vielleicht haben? Weiß es nicht. Ja, kann ich mir immer noch kaufen. Leistungsstark. Tunen, dann wollen wir mal gucken. Eine Waffe den eigenen Bedürfnis? Probier mal, ob's passt. Die Broken Butterfly. Ja, die Nachladegeschwindigkeit von der Broken Butterfly ist halt ziemlich cool, deswegen hat er das auch wahrscheinlich gesagt eben. Die Feuerrate ist sehr langsam, die pimpen wir mal. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. So, was hat er denn noch so für mich? Oh, lederne Aktenkoffer, was macht der? Die Jahre sind wohl nicht spurlos. Wird die Wahrscheinlichkeit, rotes Kraut zu finden. Ach, okay. Da, Spezialgruppe-Ticket. Ein Einmalticket, das unabhängig von der Modifikationsstufe einer Waffe Zugang zu deren Spezialupgrade gewährt. Man kann die man muss die Spezialupgrades jetzt kaufen mit diesen Tickets? What? Boah, hätte das einfach nur Geld gekostet. Hier die Schulterstütze, ja. Da fehlen mir halt noch ein paar Spinell. Aber die will ich definitiv für die Red 9. Ich hab nur die Falcom jederzeit wieder. Okay, dann lass uns mal kurz hier reingehen. Wir haben jetzt 4 Waffen, so wie ich das gewohnt bin. Ich brauche halt mal den größeren Koffer, das ist halt echt grausam hier. Im Inventar. Sieht hier aus wie Kraut und Rüben. Aber so wird's gehen. Ah, okay. Die ist auf der 1, die ist auf der 2, die ist auf der 3. Dann passen wir die Schnellzugriff auf die 4 an. Weil dann kommt nämlich die Granate auch auf den Schnellzugriff, aber auf die 4 in dem Fall. Achso, die 4 ist 4. Achso. Dann auf die 5. Machen wir mal so. Okay. Ich glaube, das war's erstmal soweit. Die können wir sogar noch nachladen. Ja, ich habe halt keinen Scope, ne? Was habe ich denn noch in Geld? 7000. Ich kaufe das Scope noch. Willkommen! Braucht das Scope definitiv. Ich sehe, du hast angenehme Reise. So, das Scope ist hier. Stingray. Ja, besser. Okay, dann speichere ich gerade nochmal kurz, nachdem ich hier mit dem Händler viel gequatscht habe und Sachen gekauft und verkauft und modifiziert habe. Ich weiß, wir sind schon 10 Minuten gleich im Spiel und es ist noch nichts passiert, aber Vorbereitung ist alles. So, dann wollen wir mal. Ah, hier ist noch eine Kiste. So, hier gibt es auch noch Krams. Und hier ist auch noch ein Schatz, genau wie im Original, versteckt hinter dem Händler. Der Kompass. Kann ich ihm direkt eigentlich wieder verkaufen. Mal kurz reinschneiden von wegen hier, hast du. Des Willkommen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Ein hervorragend. Stirb mir da draußen nicht weg. Wer wäre ich denn, wenn ich da wegsterben würde? Für wen hältst du mich? So. Auf die Karte gucken. Da ist schon direkt ein Schatz und oh, hier geht das viel weiter nach drin.
Bis wir Lois treffen, das kann auch dauern. Ups. Oh, hier ist er. Mataro. Zum Hof kommen wir nur durchs Tor. Ja, jetzt kommt die Kanonensektion. Können die nicht für uns ausrollen? Eine Armbrust, hä? Huh? Glaube eher nicht, dass wir Freunde werden. Wir können das Gebiet hier auch komplett ausspähen, oder was? Und wie es schon aussieht. Was ist denn das? Das sind Katapulte. Sieht jedenfalls nicht nach Deko aus. Nein. Die ballern da mit auf uns. Aber ich kann mit der Stingray auf jeden Fall schon mal einen Haufen von Gegnern hier erledigen, bevor die anfangen auf mich zu ballern. Vom Regen in die Traufe. Dann machen wir das direkt. Ups. Zoom mit Alt. Ja, der Zoom-Faktor ist halt nicht besonders hoch bei dem. Ich sehe die halt nicht. Ja, passt schon. Gehen wir erstmal um die Ecke. Aber im Schloss wird das so richtig anstrengend. Was haben die? Nicht so laut. Und dann gibt es hier auch noch die Genados, heißen die so? Die Blinden? Ich kann mir die Namen nicht immer hundertprozentig merken. Aber Genados oder so, die blind sind. Oder Garador oder so. Aber Garador. Garador? Irgendwas in der Richtung ist es, glaube ich. Ja, und das sind die Blinden und mit ihren Krallen. Krallenwappen. Blas Plagas. Was macht der da? Das ist nicht gut. Das ist es. Oh Gott. Das komplette Messer ist in den Arsch gegangen. What? Weil ich geblockt habe. Wie viel Messer? Stiefelriemen, Bill. Ist es jetzt... Ich wollte schon sagen. Ich habe das Messer... Nee, dann war es ein anderes Messer. Aber das komplette Messer wurde abgezogen. Mit dieser Attacke, als ich die geblockt habe. What the fuck? Das ist ja richtig frech. Aber das sind die mit den Köpfen, die eigentlich einen One-Hit-Kill machen können, wenn die mir zu nahe kommen im Original. Wenn die mir zu nahe kommen, dann beißen die mich und dann bin ich tot. Das wäre halt echt nicht gut, wenn das passiert. Ist noch in dem Raum hier. Okay, dann durch die Tür. Hallo, jemand hier? Nein. Koito, 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 Koito. Warriors busy, Warriors busy. Muerte! Ahí está! Ups. Die Kackfratze mit ihren Armbrüsten, heißt er. Geht doch. Ja. Einfach schön eine Kugel in den Kopf. Hat er gesagt. Gegner, Kopf, Matsch. Aua. Krieger. Der lebt noch. Wie was wo? Fuck, hat sie gerade fuck gesagt.
Bork. Oh, da ist noch einer. Muerte. Ja, Voldemort hat's erwischt. Boah, die Nachladeanimation ist halt echt super langsam. Ich glaube, die Nachladegeschwindigkeit muss ich definitiv pimpen von der Waffe. Von der Red 9 ebenfalls. Die Nachladeanimationen sind cool, aber echt langsam. Okay, hier sind wir. Hier geht's einmal rum. Dann schießen die gleich mit den Kanonen auf uns. Oh ja. Da geht's schon wieder los. Na guck mal, man kann jetzt hier reingucken. Interessant. Was ist das denn? Ah, hier ist da. Ja, klar. Was hast du denn gedacht? Boah, die Musik gerade. Ja, ich sehe sie halt nicht. Ach, die kommen ja von hinten noch, ne? Oder? Oh, die ist da. Ist das eine Frau? Es gibt auch weibliche. Okay. Ich habe gedacht, da wird was aus ihrem Kopf kommen, aber nee. So, schnell nachladen. Ashley. Weg da. Das hat gefunkt. Ich sehe schon direkt was. Wieder Medaillen. Ja, klar. Ich bin ein Top-Schütze. Das geht nicht auf. Das ist doch mal ein herzlicher Empfang. Oh, nicht die Broken Butterfly. Boah, Suplex. Geil. Macht er auch wieder erst ab dem Schloss. Was ist ein Lied denn für komische Dinger? Das sind so. Aber so ein Tuch vorm Gesicht. What? Was ist hier los, du dreckiger? Du dreckiger Lump! Ja, zum Glück hatte ich noch so viel Scharfschützenmunition und habe sie mir aufbewahrt. Das zahlt sich jetzt aus. Wow. Wo ist der denn? Der muss da hinten irgendwo sein, oder? Katapult? Ah, ne, da hinten. Okay. Wir sehen. Dreckiger. Oh nein. Das auch noch. Geht's dir gut? Ja, sicher. Ah, ist zu. Verschlossen. Hier sind wir erstmal safe. So. Perfekt. Kein Fass? Ist ein Fass? Nee. Wow.
Hier, hier können wir dann runter. Kann ich das runterschießen? Ah ja. Ah, das ist für die Kanone. Okay. Muss man nicht mehr kurbeln. Und damit können wir dann das Tor aufschießen. Weil eigentlich ist es so, wenn man das Tor aufschießt, dann geben die Kanonen halt auch auf und gehen kaputt. So. Da liegt noch irgendwo Geld draußen und hier gibt es noch einen Schatz. Aber kann ich mir alles noch holen? Die Musik ist super geil gemacht hier in diesem Abteil. So. Eleganter Armreif. Yeah. Okay. Mal kurz warten, bis ich das Feuer gelegt hat. Okay, jetzt können wir. Oh, come on. Die kann ich jetzt selber steuern. Ups. Noch einmal! Haha, man kann auf die Gegner schießen, wie cool! Das macht ja mega viel Spaß, aber boah, die Bedienung ist halt voll kacke. Bam! Ich sag mal hallo. Gut. Das hätten wir. Habe ich beim Händler. Wenigstens. Aber habe ich beim Händler keinen Auftrag bekommen für die blauen Medaillen? Weil. Irgendwie finde ich jetzt hier schon ein paar und. Weiß nicht, wo ich den Auftrag herbekomme. Ja, dieses blau markierte hier, das ist eine Tür. Kein Auftrag oder so. Ah, ich höre was. Ja, das ist weiter unten. Ich muss nochmal einmal hier runter. Ein Saphir. Den kann ich doch direkt einfassen hier rein, ne? Edelsteine einsetzen. Immer einen roten und einen blauen wieder rein. Falls ich noch einen gelben finde, nehme ich den, aber aktuell habe ich leider keinen. Sehr gut. Sonst noch was hier? Ich weiß es nicht. Weil die blauen Medaillen werden mir halt auch hier erstmal nicht angezeigt, bevor ich wahrscheinlich den Auftrag nicht angenommen habe, ne? Ich gucke aber gerade nochmal. Kann ich die Kanone eigentlich nochmal bedienen? LOL. Ich kann rein theoretisch immer noch mit herumschießen. Feuer! Es ist geil. Dass das geht, ist halt so cool. Guck mal, jetzt habe ich die Hälfte schon geschossen. Erstmal durchatmen, Leon. War hier unten nicht noch was? Guck mal, ob ich jetzt nicht hier noch eine Medaille übersehen habe. Dann ging es hier wieder rauf. Nee, ich glaube nicht. Ich werde den Auftrag wahrscheinlich irgendwo in der Burg finden, den Zettel.
Also jetzt, nachdem ich die, nachdem ich das Tor da aufgeschossen habe. Aber jetzt hier spontan würde ich sagen, sehe ich erstmal keine mehr. Hier vielleicht? Irgendwas? Nee. Weil die sind doch super gut versteckt, die Dinge. Manchmal. Manchmal sind sie auch sehr offensichtlich. Aber nee, sehe ich jetzt hier nicht. Na, da ist doch der Zettel. Alles gut, Ashley? Die röchelt so. Wir müssen um unser Leben kämpfen, Ashley. Da müssen wir auch mal ein bisschen unsere Lunge penetrieren. Diese Pappnasen haben die ganze Burg mit blauen Medaillons behangen. Ein verdammt schöner Anblick. Mach bitte jemand, dass diese Dinger verschwinden. Alle blauen Medaillons zerstören. Spinell 5 Stück. Gebiet Burgtor. 4 von 6 habe ich jetzt. Jawohl. Frage ist, wo ist der Rest? 2 fehlen noch. Ist hier noch eins? Ashley. Mir Sorgen um dich machen? Okay. Ich sehe jetzt hier spontan keine. Muss ich mich auf den Weg machen, die restlichen zu finden. Seitdem mir werden sie auch noch angezeigt. Jawohl. Eins ist sogar ein bisschen außerhalb. Okay, verstehe. Eins ist hier bei der Kanone. Habe ich schon gedacht, bei der Kanone, das habe ich schon. Oder ist das unterhalb? Bin ich hier drauf? In der Kanone? Nein. Ashley steht direkt drauf. Vielleicht ist es doch unter mir. Gucken wir nochmal hier runter. Uäh. Ach da. Jawohl. So. Und eins sehe ich. Ich habe es schon aus dem Augenwinkel gesehen. Hier ist es. Also ich sehe es von hier aus. Ich kann aber nicht drauf schießen irgendwie. Ich muss hochklettern. Da auf links ist es irgendwo. Ich kann es aber mit der Stingray abknallen. Das klappt. Guter Schuss. Danke. Ist doch nicht das erste Mal, dass ich das mache. Das erste Mal, dass ich Resident Evil spiele. Ich habe ja jedes Remake mitgenommen, was es gab von Capcom. Gut, das hätten wir jetzt erstmal soweit. Alle Schätze haben wir mitgenommen, dann gehen wir rein. Und sagen mal dem freundlichen Burgherrn guten Tag. Ja, das hat man ja schon in dem Gameplay-Trailer gesehen zu Resident Evil 4. Sieht so geil aus. Ist voll hübsch. Alt ist es schon, klar. Hat ja auch Tradition. Diese alten Mauern. Wer weiß, wann dieses Schloss erbaut wurde. Hängt da wieder ein Spinell dran oder irgendwas? An den Dingern hier? Ich habe Statuen, in denen waren Spinells drin. Oder Seidenkristalle. Dein Auftrag ist vom Tisch, was? Gut. Gute Arbeit. Ich hab nur die. So, jetzt gib mir die Schulterstütze. Die Waffe wird großartig. Will sie aussehen. Aber den Rest kann ich vergessen beim Händler. Ah, ich verkaufe dir einen Armreif. Ein hervorragender Deal. Ich muss sagen, dass ich die neuen Tracks vom Resident Evil 4 Remake gar nicht mal so schlecht finde. Also was die Musik angeht und so und die auch Soundeffekte ist gut. Aber die aus dem Original sind halt so schön nostalgisch, ne? Wie die Speichermusik oder die Musik beim Händler. Wir hatten es ja ein paar Folgen zuvor. Da habe ich ja mal die Musik geswitcht. Ist was, was man halt nochmal extra hinzukaufen muss. Aber deswegen habe ich mir halt direkt gleich die Deluxe Edition gekauft, damit ich halt alles habe.
Weil das lasse ich mir bei dem Spiel nicht entgehen. So, ich kann hier nochmal ein bisschen was vom Schaden pimpen. Nehmen wir aber definitiv die Nachladegeschwindigkeit. Ballert die direkt auf Max. Bist du beeindruckt? Kann mir nämlich, falls ich mit der Waffe im Kampf bin, das Genick brechen. Wenn die Nachladeanimation so langsam ist. Feuerrate. Eine Waffe, den eigenen bitte. Hier, wie du es haben. Die maxen wolltest. Wir auch erstmal aus. Gut. Kaufen brauche ich auch erstmal nichts. Ich kann nichts kaufen. Komm jederzeit wie. Ich wollte hauptsächlich die Schulterstütze haben. Zubehör? Bett? Nein. Zip. Das so. Das hierhin. Das dahin. Dahin. Der Messer. So, was kostet mich denn Magnum Munition? 17. Das ist viel. Weil Pistolenmunition habe ich jetzt echt wie Heu. Blindmunition ist leider Mangelware, davon werde ich mir jetzt welche herstellen. Sorry. Pistolenmunition passt schon soweit. Blendgranaten habe ich sau viele. Das heißt sau viele, aber 3 Stück reicht erstmal. MP-Munition brauche ich nicht. Bolzen, ja, Pistolenmunition. Okay. Ich denke mal, das passt. Dann habe ich nämlich wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. Die kann ich so da rein. Und dann packen wir nämlich die hier so übereinander. Ich glaube, so ist das Klügste. Das Messer, das ist halt etwas... Es braucht halt einen Platz mehr als so ein normales Küchenmesser. Und die Add-ons packe ich mal hier hin. Wobei, warte mal. Die Add-ons packe ich hier hin. Das ist ja so der Granatenmesserabteil. Die braucht halt nicht viel Platz, aber das Scharfschützengewehr ist halt super groß. Aber das ändert sich noch, wenn ich den besseren Koffer habe. Willkommen! Den hat er halt noch nicht, ne? Nee. So, hier speichern wir mal kurz. Wir machen auf jeden Fall jetzt noch hier ein bisschen weiter und gönnen uns die Cutscene mit Ramon Salazar. Die müsste jetzt eigentlich auch bald kommen. Ja. Herzlich willkommen in meinem Schloss. Welch eine Ehre, Sie endlich kennenzulernen, Mr. Kennedy. Wer zur Hölle bist du? Ich? Oh, bitte, nennen Sie mich Ramon. Lassen Sie mich gleich zum Punkt kommen. Ich möchte, dass Sie mir das Mädchen übergeben. Jetzt. Tja, netter Versuch, Ramon. Aber ihr geht's gut. Bei mir. Mr. Kennedy. Mr. Kennedy. Wie nobel. Sie werden jedoch verstehen, dass wir das Mädchen brauchen. Mit ihr als Quelle werden die Vereinigten Staaten und dann die Welt von seiner Gnade erfüllt werden. So der Wille meines Gebieters, des heiligen Lord Sadler. Also, sie werden gehorchen, ja? Niemals! Du hast sie gehört. Wie bedauerlich. Sorgt dafür, dass sich unser Gast wohlfühlt. Erfüllt seinen Wunsch nach dem Tod. Leon? Bleib dicht bei mir. Auch die Maskenfuzzis sind wieder da. Ah, yes, da. Oh, die ist belief. Yes! Ich habe ihn gesehen. Was? Hinter mir. Dreckiger. Ja!
Ich komme, Ashley. Geht's dir gut? Ja. Ja, die Schulterstütze macht schon echt was aus. Da die Waffe halt null verzieht. Guck mal. Kein Wackeln, kein gar nichts. Das ist so geil. So, wir looten erstmal. Was haben wir denn da? Red? Ich habe nichts. Da ist aber definitiv ein Schatz drin, das sieht man schon. Okay. Boah, die Ritterrüstung nachher mit den... Ah, kleiner Schlüssel. Die Ritterrüstungen wieder mit den Parasiten da drin, ne? Da freue ich mich richtig drauf. Ich hasse diese Dinger. Mit einer Blendgranate kannst du eigentlich dem ganzen Spuk ein Ende machen. Aber die Sache ist halt, wenn du keine Blendgranaten hast, Game Over. Das heißt Game Over, aber ja. Schwierig, sie zu besiegen. Weil die sind halt super widerstandsfähig. Weil du auf einen Parasiten ballern musst, halten die halt voll viel aus und die sind schnell. Sei vorsichtig. Wie geht's jetzt hin? Ach, die öffnet von der anderen Seite. Okay. Ist offen. Dankeschön. Danke. So. Können wir uns da durchzwingen? Ach was, das geht ja. Einen anderen Weg suchen. Weg damit. Ich würde aber noch mal gerne kurz hier durch, weil ich wollte noch mal gerne mich in dem Raum hier umsehen. Hier in der Ecke. Denn hier gibt es noch ein bisschen was zu holen. Blindmunition zum Beispiel, sehr gut. Mal direkt nachladen. Alle Waffen voll. Ich will halt niemals in die Bredouille kommen, irgendwie nachladen zu müssen in einem Kampf. Ich hasse das. Also laufe ich immer Gefahr, einen Schlag zu kassieren. Eleganter Parfümflakon. Oh, Jean-Luc. Kann ich den aussockeln? Nö. Mit 10.000 Pesetas. Der Händler ist ja eh gerade hier um die Ecke. Dann kann ich den ganzen Krams bei ihm auch erstmal loswerden. Ich weiß nicht, den kurzen Abstecher vielleicht machen hier. Aber wie komme ich da rein? Von oben. Okay. Sieh dich um. Dir fällt mit sich willkommen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Ein Seidenkristall und ein eleganter Parfümflakon. Besten Dank. Eine Waffe den ab. Langsam verschkommen. Jederzeit wieder. Ich komme wieder, keine Sorge. Aber wir sind jetzt gleich bei 40 Minuten, deswegen machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal Schluss und ich sage vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Resident Evil 4. Das nächste Mal geht es dann weiter mit mir, Leon und Ashley in der Burg des Kastellans, Ramon, wie er sich so schön vorgestellt hat. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel so haltet. Habt ihr es auch schon durchgespielt? Wie ist euer Eindruck? Findet ihr, ist das beste Remake aller Zeiten oder seid ihr doch eher auf der Seite vielleicht einer anderen Meinung und sagt, Resident Evil 2, Resident Evil 3 oder das Original-Remake ist wesentlich besser als Teil 4. Lasst mich gerne wissen, was ihr denkt und wie ihr die Synchronsprecher findet oder auch die Charakterdesigns. Alle Kommentare sind willkommen. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Resident Evil 4.